freilebende Papageien verbringen einen Großteil ihres Tages mit der Futtersuche. In der Heimtierhaltung wird ihnen dieser natürliche Instinkt, nach Futter suchen zu müssen, genommen. Die dafür frei gewordene Zeit versuchen wir dann mit diversem Spielzeug, das wir ihnen anbieten, zu ersetzen. Eine Lebensraumbereicherung ist das Foraging, zu Deutsch Futtersuche. Die Herausforderung, für ihr Futter etwas tun zu müssen. Immer das teure Intelligenzspielzeug aus dem Fachmarkt sein. Mit etwas Kreativität tun es auch ganz einfache Gegenstände. Der Vogel muss nur lernen, dass er sich etwas anstrengen muss, um an sein Futter zu kommen. Begonnen habe ich damit, ihr Lieblingsfutter in Papier zu verpacken und das in einen Napf gelegt. Nach und nach habe ich das eingewickelte Papier immer mehr mit Kugeln und Korken verdeckt. So waren beide mit einfachen Mitteln eine Zeit lang beschäftigt. Balsaholz eignet sich hervorragend als Futterversteck. Es ist weich und lässt sich gut zerschreddern. Ist in jedem gut sortierten Baufachmarkt erhältlich. Ein Loch bohren, das Futter fest reindrücken und den Vogel anschließend arbeiten lassen. Lasst euch nicht durch die Mittlersblicke eurer Papageien beeinflussen. Die schaffen das schon ganz alleine. Else hat jetzt 10 Minuten benötigt, um an ein kleines Stück Futter ranzukommen. In dieser Zeit hätte sie bereits ihre normale Futterration im Napf leer gemacht. Auch Pappröhren, die man anschließend mit Korken fest verschließen kann, nachdem man die Belohnung reingelegt hat, eignen sich hervorragend als Futterversteck. Damit sind die beiden wirklich eine Zeit lang beschäftigt. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht hat dieses Video den einen oder anderen ja zum Nachmachen angeregt. Oder was macht ihr, um eure Vögel zu beschäftigen? Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare.